Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es um das Thema Pointer und Arrays und was diese beiden Konstrukte miteinander verbindet. Das gucken wir uns direkt mal in der Entwicklungsumgebung an. Und zwar definiere ich zunächst einmal ein Array, ich sag mal ein Integer-Array. Und das soll mal 10 Werte bekommen. Und ich kann das gleich bei dieser Definition des Arrays auch gleich initialisieren. Das heißt, ich schreibe direkt Werte in das Array und fange bei 0 an zu zählen. Und dann habe ich 10 Werte, also von 0 bis 9. Schweife der Klammer zu und Semikolon. So habe ich das Array definiert und gleichzeitig auch mit Werten initialisiert. Okay, was brauche ich noch zu meinem Glück? Ich brauche noch einen Pointer auf einen Integer-Wert. Das heißt, den nenne ich wieder ePointer. Dann weiß ich auch, dass er auf einen Integer-Wert zeigt. Und dann schauen wir uns mal an, wie man damit arbeiten kann. Und zwar kann man zunächst einmal sagen, ich schaue mir mal den ersten Wert des Arrays an und die Adresse des ersten Wertes, die schreibe ich mal in meinen Pointer. Das heißt, ich sage ePointer ist gleich und dann die Adresse von Array und zwar von dem ersten vom ersten Feld. Das gebe ich mal aus. Das heißt, ich gebe den Inhalt des ersten Feldes, da steht ja eine 0 drin, gebe ich einmal aus und zwar über den Pointer. Das heißt, ich gebe jetzt nicht aus, sage jetzt nicht Array von 0, sondern ich sage, er soll ausgeben den Inhalt des Speicherplatzes auf dass dieser Pointer zeigt. Okay, Klammer zu. Und damit niemand meint, das wäre Zufall, da steht einfach zufällig eine 0 drin. Machen wir das auch mal mit dem 1. Also mit dem zweiten Feld, da steht dann eine 1 drin. Und lassen uns die auch mal ausgeben. Ich kompiliere das Ganze einmal. Scheint zu funktionieren. Lade das mal auf den Emulator und rufe das Ganze mal auf. Und ich hoffe, dass er jetzt auch 0 und 1 ausgibt. Ja, macht er auch 0 und 1. Okay, jetzt zu einer Besonderheit des Arrays und des Pointers. Der Name des Arrays ist nichts anderes als ein Zeiger auf die erste Stelle. Das heißt, ich könnte hier auch hingehen und könnte sagen, okay. Der Name des Arrays ist ein Zeiger auf die erste Stelle und diesen Zeiger weise ich jetzt meinem E-Pointer zu und dann müsste er auch hier eine 0 ausgeben. Ich kompiliere das Ganze einmal und rufe das Ganze einmal auf und dann werde ich auch sehen, okay, da wird er auch eine 0 ausgeben und dann die 1. Vom zweiten Beispiel. Okay, nochmal zurück zum C-Code, damit man mal sieht, was das bedeutet. Also der Name des Arrays beinhaltet den Pointer, also einen Zeiger auf das erste Glied des Arrays und das kann ich jetzt diesem Pointer auch zuweisen und dann darüber beispielsweise den Inhalt des ersten Speicherplatzes ausgeben. Was ich auch machen könnte, ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe jetzt in ePointer habe ich ja jetzt den Zeiger auf das Array zugewiesen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen und ich inkrementiere einfach mal den Pointer. Das heißt, er zeigt jetzt nicht mehr auf das erste Glied, auf den ersten Speicherplatz des Arrays, sondern auf den zweiten Speicherplatz. Das lösche ich mal, das brauchen wir im Moment nicht. Der zeigt also auf den zweiten Speicherplatz
Das heißt, er zeigt jetzt nicht mehr hierauf auf die 0, sondern er zeigt jetzt auf die 1. Gut, kompilieren wir das Ganze einmal. Und laden das Ganze mal auf den Emulator. Und der müsste mir jetzt den Inhalt des zweiten Liedes anzeigen. Und das ist ja eine 1. Los geht's und er gibt eine 1 aus. Also das sind die Zusammenhänge zwischen einem Array und einem Pointer. Ein Array, der Name des Arrays, ist nichts anderes als die Adresse eines Pointers. So, unterhalb des Videos werde ich gleich mal 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen Code schreiben. Und deine Aufgabe ist es jetzt, also keinen Code selbst zu schreiben, sondern diesen Code einmal zu interpretieren, einmal auszuprobieren. Und versuch mal rauszukriegen, was diese 4 Zeilen, 5 Zeilen Code dort machen und warum sie das machen, was sie denn machen.